Hallo und willkommen zur Vergesellschaftung meiner Meerschweinchen. Heute ist die Vergesellschaftung von Botzel mit den Weibchen. Und wenn man in einer Einraumwohnung nur sehr wenig Platz hat, dann habe ich hier versucht, das Beste draus zu machen und habe da etwas hergerichtet mit Hütten und hier habe ich Heu und hier zu fressen. Dort auch nochmal. So. Das ist jetzt das Gehege, wo sie sich kennenlernen sollen. So, hier habe ich noch eine Tränke angebracht und jetzt geht's gleich los. Und hier ist schon mal Botzel. Und jetzt kommt Lisa. Und jetzt kommt Resi. Und jetzt fehlt bloß noch Emma. So, das Futter wird schon entdeckt. Botzel haben sie aber noch nicht entdeckt. Lisa nimmt sich alles, was sie kriegen kann. So, Resi hat gerade Botzel entdeckt. Und sie geht einfach mal zu ihm rein. Botzel ist schon seit ewigen Zeiten keine anderen Meerschweinchen mehr gewöhnt. Also 10 oder 11 Monate lang schon. Weil ich habe ihn ja geschenkt bekommen. Da war mal einzeln. Ich habe übrigens schon mehrere erfolgreiche Vergesellschaftungen hier in diesem Badezimmer gemacht. Unter anderem mit Hanni damals und Resi mit Lisa und so weiter. Weil Hanni ja mal wegen der Babys getrennt war von Lisa und Resi und Lisa auch mal getrennt waren. So, Resi startet Versuch Nummer 2. Er traut sich. Los, was mit dir? Lisa interessiert das nicht. Die will nur fressen. Ich glaube, das kann noch eine Weile hier dauern. Mensch, jetzt jag doch mal Botzel aus der Hütte raus. Das gibt's doch gar nicht. Er hat sich rausgetraut. So, jetzt ist hier Ruhe eingekehrt und die Meerschweinchen ziehen jetzt in ihr Gehege und jetzt werden wir ja sehen, wie sie sich in dem neuen Gehege zurechtfinden. Da haben sie ja eine schöne Unordnung hinterlassen. Thank you.